Willkommen zu Eurotruck Simulator 2. Ja, und diesen Auftrag ganz normal. Man kann hoffentlich meine Stimme jetzt auch wieder hören. Da ist im letzten Auftrag etwas gehörig schiefgegangen. Was genau? Das ist ja die Frage. Ich habe im Prinzip die letzte Aufnahme so, ja, so wie immer gemacht, ganz normal aufgenommen. Und hinterher habe ich dann festgestellt, wo ist denn meine Stimme? Habe ich allgemein erstmal gedacht, wurde überhaupt Audio aufgenommen? Ja, Audio wurde ja aufgenommen, denn man hört ja die Ingame-Sounds. Also, woran da der Fehler ist, ich weiß nicht. Also, das Headset ist auf jeden Fall auch richtig drin gewesen, das weiß ich auch hundertprozentig. Das ist ja ein USB-Headset, was ich hier habe von Logitech, was ich eigentlich schon die ganzen fast 3 Jahre verwende. Also da hat sich eigentlich nie was geändert. Und die Qualität ist eigentlich auch sehr gut. Also von da ab ist da eigentlich alles in Ordnung. Ja, hier die Qualität muss um 927 Euro repariert werden, damit wir wieder hier mit unserem LKW eine Top-Qualität haben. Und damit geht es jetzt hier auf den Rastplatz und dann wird erstmal übernachtet. So, gute Nacht. Und guten Morgen in der Frühe, 1:41 Uhr. Sehr früh am Morgen oder noch ein bisschen in der Nacht vielmehr. Und mal schauen, was so der Frachtmarkt hergibt. Von Florenz, in dem Fall hier Firenze. Ja, was hat man denn da? Hier haben wir sehr viele Transporter nach Großbritannien. Hier geht's nach Bremen. Was haben wir hier? Was ist das für ein Ort? Okay. Da waren wir noch nicht. Dort waren wir. Limoges, waren wir da schon mal? Ja, da waren wir auch. Okay. Warschau offiziell noch nicht. Hoch. Na, hochgehen. In, nee, das ist Hamburg. Bremen waren wir auch noch nicht. Okay, was haben wir denn hier zum Beispiel? Southampton. Da waren wir offiziell auch noch nicht, ne? Birmingham. Liverpool. Fahren wir zu den Beatles. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Fahren wir mal nach Southampton. So. Dann schleichen wir uns mal vorsichtig da raus. Mal kurz gucken. So, es kommt ja jetzt eh nichts von da ab. Passt dazu Firma Daxa Farm also. Und da holen wir uns dann den Trailer ab. Die Betonplatten quasi. Und dann geht's rüber nach England mal wieder. Southampton. Da, wo die Titanic damals gestartet ist. Das ist der Ort. Sollte eigentlich, ja, wie gesagt, in New York ankommen, aber ja, da gab es ja dann den schönen Eisberg und, na gut, nicht so unbedingt schönen Eisberg und ja, das war dann die der Geschichte, ja. Tragisch, tragisch alles. Da war ein bisschen zu viel Speed drauf. Apropos Tragik, ich habe jetzt auch gehört, das neue World Trade Center ist sogar eröffnet worden. Also das heißt ja jetzt One World Center. So, das wäre Liverpool, aber das ist dann ein bisschen zu weit. Seebee kann man auch. 60. Warte mal, ist das nicht der Calais? Okay, das ist der Eurotunnel dann.
dann eigentlich nicht offiziell Seeweg, aber es ist halt der Eurotunnel. So. Da mal umdrehen. Das, also das One World Trade Center, das ist ja das neue jetzt. Sieht eigentlich ganz schick aus. Das hat ja die Höhe der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Also in Inch wohlgemerkt, weil die haben ja, die gehen ja nicht nach Metern, sondern die gehen ja nach Inch. Und das sind eben 1700 etwas. Ich weiß jetzt nicht genau das genaue Jahr gerade im Kopf. Und ja, dann fahren wir jetzt mal mit diesem Transporter auf nach Southampton. Zum Sparmarkt oder was war das? Sparmarkt? Ne, TNT. Betonbodenplatten. Ja. Ja, das wird eigentlich auch mal wieder Zeit, dass wir mal wieder so einen Transporter mal nehmen. Auch schon lange nicht mehr gehabt. Weil ich habe ja auch immer gern neben den Autos immer gern diese Fertighauswände transportiert. Das ist ja so ähnlich jedes Ding. Nur, wie gesagt, 25 Tonnen, das ist einer der schwersten Transporte, die hier im Spiel implementiert sind. Klar, es gibt ja dann noch diesen Schwertransport-Mod, aber das muss nicht noch wirklich sein, dass man da noch eine Schippe oben drauf legen. Das langt eigentlich so schon. Aber das Gute ist ja ein V8-Motor, also von da ab, der sollte alles schaffen. Na gut, fast alles, sagen wir mal, wir wollen ja hier auch nicht alles zu hoch loben. Was haben wir denn da wieder für Schleichwerbung? Für McDonald's. Nee, also ich esse eigentlich nicht mehr so unbedingt gern dieses Fast-Food-Zeug. Oh, okay, jetzt können wir gleich schon wieder weiter. Muss nicht sein. Ich habe zwar gern mal bei uns in der Mensa gab es auch mal häufig so Chicken Crossies, also so quasi wie die Chicken Nuggets quasi. Und ja, die gehen eigentlich dann mal, wenn man die mal ab und an mal isst, wenn es das dort halt gibt. Weil die sind, finde ich, da so noch etwas Besonderes. Also die haben etwas, was eben die anderen Fastfood-Ketten nicht haben. Ja, Italien. Das bedeutet natürlich, wir sind hier im Mautland Nummer 1, was diese Map hier angeht. So. Deswegen, ich bin jetzt eben gerade mal zurückgefahren, damit wir bezahlen können. So. So. Und jetzt schauen wir mal, wo es da lang geht. Da geht es Richtung Bologna Verona. Dann fahren wir mal dahin. Ich meine, wir sind auch das letzte Mal an Bologna vorbeigefahren. Von da ab müsste diese Richtung ja auch hier gut stimmen. Ich habe irgendwie gerade auch so ein bisschen trockenen Hals. Deswegen, also falls ich, weil ich habe mir jetzt auch hier gerade eine Flasche nebenbei gestellt, also falls ich irgendwie während der Aufnahme kurz mal was trinken muss, dann bitte ich das zu entschuldigen. Hat es denn da eben so geruckelt wieder? Ich glaube, der Laptop hier ist langsam wirklich schrottreif. Gut, ist ja auch über 5 Jahre jetzt, also hat natürlich schon ordentlich was mitgemacht. Ich bin auch so am Überlegen, was welche Firma noch gute Gaming-Laptops herstellt. Also ich weiß da jetzt nur, eine gute Firma soll Lenovo, glaube ich, sein noch. Oder Acer. Na gut, und Samsung halt, ne? Aber, also wichtig ist, es soll Windows sein. Also um Gottes Namen jetzt nicht mit iOS da. Da rühre ich keinen Finger dran. Das muss nicht sein, dass ich mich an irgendwelche anderen Systeme gewöhnen muss.
Ach so, jetzt weiß ich auch, warum das so ein bisschen gurgelt hat, weil mal wieder das liebe Avira Antivir mal aufgeploppt ist. Ist ja herrlich, dass ich das auch immer dann updaten muss, wenn ich aufnehmen muss. Es gibt's gar nicht. Das ist ja fürchterlich. Na gut, jetzt ist das auch wieder runter. Ja, was ich eigentlich so im letzten Part eigentlich sagen wollte, was man natürlich jetzt nicht gehört hat, weil ich da copyfreie Musik drüber gelegt habe, die es auch damals in den Minecraft-Videos gab, glaube ich. Also die ist copyfrei und GEMA-frei, also da muss man sich keine Sorgen machen. Und ja, also ich hatte so ein bisschen jetzt über die Urumstellung wieder geredet. Immer wieder lästiges Thema, wo die Meinungen auseinandergehen. Ist das sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Ja, es wurde ja damals eingeführt, weil es eben wirtschaftliche Aspekte hatten, damit man Kosten sparen tut. Zumindest war das damals eben der Grund. Ist eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so der Fall ist. Ich studiere zwar klar Wirtschaftswissenschaften, müsste mich eigentlich in dieser Materie dadurch gut auskennen, aber das ist ja eine Praxiserfahrung und Studieren ist ja eher theoretisch basiert. Deswegen kann ich dazu jetzt auch nicht so viel sagen. Es gibt sogar auch Länder, also Russland. Bei Russland war das ja zum Beispiel so, die hatten ja die ewige Sommerzeit, aber jetzt haben die halt nochmal umgestellt und jetzt haben sie wieder ewige Winterzeit. Wobei, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, Sommer- oder Winterzeit, ich würde sogar sagen Sommerzeit. Ich mag es dann doch lieber, dass abends länger heller bleibt, als wir jetzt im Winter, wo es eben früher heller wird und dafür auch früher dunkler. Weil da sage ich mir, okay, dann soll es lieber später heller werden, aber sollte wenigstens noch länger hell bleiben. Das ist mir persönlich lieber als jetzt im Winter, wo es dann halt früher, zwar früher heller wird, aber eben dafür auch früher dunkler, ne? So. So. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt gerade so ein bisschen rumruckelt. Oder es kommt mir nur so vor. Weil es ist wirklich teilweise so, da achte ich in letzter Zeit sehr penibel, dass wirklich alles Unnötige, was im Hintergrund läuft, dass das ausgestellt wird. Also alles, was so Blödsinn ist, wird da ausgestellt. Also früher, da war es auch teilweise so, da hatte ich dann irgendwie noch hier einen Firefox offen oder was weiß ich, das kann ich mir jetzt nicht mehr erlauben. Naja, man muss halt ein bisschen Geld sparen für einen neuen Laptop. Also mir ist schon, also ich bin jetzt mittlerweile in diesen, in den Jahren, seitdem ich 18 geworden bin, benutze ich eigentlich nur noch Laptops, also gar nicht mehr so einen alten Stand-PC, weil mich das damals halt eben so ein bisschen gestört hat, der Aspekt. Diese ganzen Verkablereien, dieser Kabelsalat, der hat mich am meisten.